Hallo Leute und herzlich willkommen bei Liquid Nature. Ich bin der Stefan und das ist eine neue Aquariumvorstellung. Dieses Mal mit dem Oasis Gepaline 100, 100 cm breit. Fangen wir gleich mal mit den Maßen an. Also die Breite kennt ihr jetzt ja schon, 100 cm, also 1 Meter. Das Ganze ist 50 tief und 50 hoch. Das ergibt 250 Liter. Ist, so nebenbei bemerkt, das größte aus der Oase Skipperline-Linie. Das Ganze ist natürlich so wie alle unsere Aquarien, ein Aquarium aus tollem Weißglas. Ist auch sehr, sehr schön verarbeitet. Die Besonderheit bei dem Teil sind 45 Grad Kanten. In der Front, finde ich, merkt man das nicht so ganz unbedingt. Von oben schaut es aber wirklich besonders edel aus. Das Ganze steht auf dem passenden Unterschrank in Grau. Ich weiß nicht, ich finde Grau ist einfach die coolste Farbe für einen Aquariumunterschrank. Sieht man den Schmutz nicht, sieht man die Wasserflecken nicht. Ist eine Win-Win-Situation. Sehr praktisch. Hardware haben wir besprochen, kommen wir rüber zur Technik. Das, was ihr jetzt schon sehen könnt, ist ja die Beleuchtung. Die ist von der Firma Skylight, die Skylight Hyperspot Large, also L. Die leuchtet Aquarium bis 1,20 Meter aus. Ich habe jetzt nur 1 Meter, deswegen sitzt sie relativ knapp drüber. Ich muss sagen, ich bin mit der Ausleuchtung und generell mit der Performance von der Lampe mega zufrieden. Die Farbwiedergabe ist toll. Schattentechnisch habe ich trotz der riesigen Wurzeln kaum Probleme. Also das Licht wird schön gestreut und wie ihr sehen könnt, wachsen die Pflanzen so, wie man sich das vorstellt. Dann haben wir hier einen großen CO2-Diffusor. Also CO2 ist natürlich am Start. Ist hier ganz klassisch mit einer CO2-Mehrwegflasche und einem Druckregler mit Nachtabschaltung montiert. Wir haben uns da bei uns im Regal bedient, ist unser normaler Blau-Druckregler mit Nachtabschaltung. Der Diffusor ist der 40 mm von Aqua Rebel. Großes Aquarium, braucht man großen Diffusor. Ebenfalls braucht man großen Filter. Das ist von Oase, der Biomaster 850, also der größte aus der Serie. Und so wie immer haben wir den Filter natürlich ein bisschen gepimpt. Ich habe sowohl den Vorfilter zusätzlich gebohrt. Für alle, die sich jetzt fragen, wovon ich da rede, wir haben schon ein Video darüber gemacht, das verlinken wir euch natürlich. Und zusätzlich haben wir die Filtermaterialien geändert, auch dazu haben wir schon ein Video gemacht, verlinken wir euch ebenfalls. Ist so wie immer mit Sike Matrix ausgerüstet, damit die Biologie so läuft, wie ich mir das wünsche. Dann sieht man hier noch den Controller von der Lampe. Ich sage es euch ganz ehrlich, ich habe den nicht im Betrieb, die Lampe hängt an der Zeitschaltuhr, aber wenn ich wollte, könnte ich damit die Lampe modellieren, also einen Sonnenaufgang basteln, einen Sonnenuntergang und auch die Farbe an sich von der Lampe wird sich damit ein bisschen verändern lassen. Dann sieht man hier oben noch das Raumschiff Enterprise, der TwinStar Nano Plus, ein Elektrolysegerät, das reduziert sowohl den Keimdruck als auch die Algensporen. Das ist wirklich ein nice to have. Vor allem der Einfluss auf den Keimdruck ist für manche Fische relevanter als für andere. In unserem Fall freuen sich die kleinen Grünen ganz besonders drüber. Ach ja, und bevor ich es vergesse, natürlich ist wieder eine beleuchtete Rückwand am Start. Auch dieses Aquarium wird hintergrundbeleuchtet von einem Light Ground. 1 Meter mal 40 ist der im Format, der ist nicht so hoch wie das Aquarium. Doch auch das sieht man dank dem hohen Hardscape, dank der hohen Dekoration überhaupt nicht. Stört also nicht, aber wir haben ihn mittlerweile auch in 1 Meter mal 50 im Sortiment. Für alle, die es da genauer nehmen. Für alle, die die Videoserie zur Entstehung von diesem Layout noch nicht kennen, seid ihr herzlich eingeladen, euch das Ganze reinzuziehen. Aber ich komme jetzt nochmal kurz darauf zu sprechen. Ich habe auch hier beim Bodengrund keine großen Überraschungen. Ich habe als Unterlage den JBL Volcano gewählt und dann drüber den Tropica Aquarium Soil und als Deckschicht den Aquarium Soil Powder. Ansonsten ist kein Bodengrund, also ich habe keinen Sandbereich oder sowas, weil ich halt wirklich flächig Pflanzen haben wollte. Das Hardscape besteht aus meinem absoluten Lieblingsmaterial, Driftwood, zusammen mit versteinertem Holz bunt, also diese, ja, bunten Steine. Ich glaube nicht, dass es tatsächlich versteinertes Holz ist, aber es heißt zumindest im Handelsnamen so. Beide Materialien sind wasserneutral und Driftwood zerfällt dafür, dass es ein Holz ist, wirklich sehr, sehr langsam. Es ist eine sehr harte Holzsorte und ist damit, finde ich, die pflegeleichteste, die ich zumindest kenne. Apropos Hardscape, beim Entwurf von dem Layout wollte ich einfach ein ganz klassisches Naturaquarium vom Großmeister, vom Takashi Amano nachempfinden.
ich habe das nicht mit ganz so viel Raffinesse wie er hinbekommen, aber ich muss sagen, insgesamt bin ich trotzdem ganz zufrieden. So eine klassische dreieckige Form. Einer Seite sehr üppig, auf der anderen Seite ist es dann eher flach auslaufend. Ich habe das Ganze versucht zu unterstützen mit den Pflanzen. Apropos Pflanzen, auf die kommen wir jetzt auch noch zu sprechen, ist nämlich eine ganze Menge. Ich habe hier gemischten Bodendecker. Ich habe viele grasartige Pflanzen kombiniert zu etwas, das ich gerne Mixed Carpet nenne. Ich weiß nicht, ob sich das irgendwann durchsetzen wird, aber ich finde, das trifft es ganz gut. Das ist großteils Eleutherus acicularis mini, also Zwergnadelsimse. Dann haben wir Helianthemum tenellum green, das sind ja diese etwas breiteren grünen Halme, gemischt mit der Tenellum red, also der rote Cousin so quasi. Bisschen schmäler, dafür knackigere Farbe. Halme sind auch ein bisschen länger. Dann Richtung Hardscape habe ich Wasserkelche verwendet, also Kryptokerinen. Die kommen nämlich auch mit dem Schatten wunderbar zurecht. Das hier ist die Venti Green. Ich habe die aus In Vitro genommen. Da kommt mir nämlich vor, dass die Pflanze selbst deutlich länger kompakten Wuchs austreibt. Dann haben wir hier ein paar Blätter, die so lang gestielt sind und rund. Das ist eine Hydrocotyle verticillata. Das ist mittlerweile meine absolute Lieblingspflanze, wenn es darum geht, so ein Mixed Carpet ein bisschen aufzulockern. Dann Richtung mittlerer Bereich kommt Blüxa japonica, ebenfalls grasartig, aber etwas größer und buschig, eigentlich eine Stängelpflanze. Dann haben wir eine Hygrophylla pinnatifida, die zwar eine Stängelpflanze ist, aber so ein bisschen aussieht wie ein Farn. Und gleich daneben haben wir einen Farn, den Bolbitis verdelotti, der gemeine Kongo-Farn. Apropos Farn, auch hier drüben sitzt noch einer, ein Java-Farn, das ist der Taiwan Narrow, also extra lange, extra schmale Blätter. Ganz, ganz tolle Java-Farn-Sorte. Ja, wo machen wir dann am besten weiter? Ich würde sagen, hier drüben diese großen Blätter, die lang gestielt sind, die so ein bisschen Pastellfarben sind. Das ist eine Laginandra Meboldi. Die wird zu groß, wenn man sie wachsen lässt. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und das, was hier so ein bisschen aussieht wie eine Flaschenbürste, das ist Pogostemon erectus. Dann haben wir hier ein paar bunte Stängel im mittleren Bereich, die man sieht. Das ist eine Ludwigia palustris. Die sitzt auch hier drüben nochmal. Und dann haben wir im Hintergrund diese großen, frischgrünen, gerüschten Blätter. Das ist eine Knollenpflanze, Naponogeton. Das ist die Variante Longiplumosus. Ich glaube, dass das meine Lieblingsknolle ist. Ich finde die nämlich für ganz, ganz viele Layouts eine tolle Hintergrundpflanze. Besonders, wenn man große Aquarien hat. In einem 30er Cube würde ich mir die vielleicht zweimal überlegen. Aber gerade für solche Layouts finde ich sie wunderbar im Hintergrund, hat ein richtig prächtiges Grün und eine ganz tolle Blattstruktur. Dann sieht man hier noch ein paar Blätter so dazwischen raus, blitzen. Das sind Amazonas Schwertpflanzen, also Echinodorus. Da habe ich den Ocelot Green und den Red Diamond verwendet. Die sind jetzt gerade nicht so richtig zu sehen, aber sie sind da und ich finde sie einfach wunderschön. Wenn man darauf achtet, haben sie einfach ganz besondere Farben und richtig schöne Blattformen. Last but not least haben wir hier drüben die Chinersia rivularis. Gefällt mir auch richtig, richtig gut. Und Leute, ich sage es euch ehrlich, ich hatte diese Pflanze gar nicht am Schirm. Wir haben die mal durch Zufall im Pflanzenbecken stehen gehabt und dort gefiel sie mir dann richtig gut. Jetzt habe ich sie da im Layout verwendet und ja, ist ein richtig cooles Gewächs. Gefällt mir sehr gut. Ich hoffe, ich habe jetzt auf keine Pflanzen vergessen. Ich schaue noch mal kurz drüber. Wir haben tatsächlich was vergessen. Ganz rechts außen im Hintergrund ein Hemianthus, und zwar nicht das Kuba, also nicht die bodendeckende Variante, sondern ein buschig wachsendes Hemianthus glomeratus, das quirlblättrige Perlkraut. Ich hoffe, ich habe das richtig im Kopf. Ist echtes Unkraut, aber sieht einfach hübsch aus, lässt sich in jeder Form trimmen. So ein bisschen der Buchsbaum der Aquaristik. Die könnt ihr so schneiden, wie ihr sie gerne hättet. Die wächst immer. Cooles Zeug. Ich glaube, jetzt haben wir alle durch. Pflanzenwelt ist damit besprochen. So wie immer habe ich da kein spezielles Habitat, das ich da versuche nachzubauen, sondern ich mache ein Aquarium nach meinen Wünschen. Und die Pflanzen sind sehr kosmopolit, also gemischt von allen Kontinenten, alles, was mir gerade gefallen hat. Jetzt haben wir die Pflanzen durch, kommen wir auch kurz mal zur Pflege, weil viel Pflanzen bedeutet ja oft auch viel Pflege. In dem Fall würde ich sagen, ist das Aquarium moderat einfach zu pflegen. Ich habe vor allem langsam wachsende Pflanzen ausgewählt, also die Farne sind langsam, die Laginandra wächst langsam, die paar Stängelpflanzen machen nicht so viel Arbeit,
Das Aponogeton wächst wieder langsam und auch hier der Bodendecker, der wächst wahnsinnig schnell. Aber grasartige Bodendecker haben halt immer den Vorteil, dass zwischen den Halmen immer noch so ein bisschen Platz ist für noch mehr Grashalme. Und deswegen muss man die nicht so aufschneiden wie die blättrigen Bodendecker. Ja, ich würde sagen, grasartige Bodendecker schneidet man so einmal im Quartal. Und zum Beispiel Kuba-Perlgraut aus Bodendecker schneidet man so circa einmal alle eineinhalb Monate, also doppelt so oft. Zur Pflege gehört ja auch irgendwie die Düngung dazu. Wie ihr sehen könnt, habe ich das Aquarium natürlich reichlich mit Besatz versehen. Das heißt, ein Teil der NPK-Düngung kommt von den Fischen. Aber ich dünge das Aquarium täglich zu. Zurzeit verwende ich 1 ml vom Masterline 1, also Eisenfalldünger, 2 ml vom Masterline 2, also NPK-Dünger, zusätzlich zu den Fischausscheidungen. Und als Kohlenstoffquelle, aber auch so ein bisschen als Algenradierer, verwende ich den Masterline Carbo mit 3 bis 4 ml täglich. Damit muss ich sagen, fährt das Aquarium sehr, sehr gut. Also wir sind so wie immer nicht algenfrei, aber es sind so wenig Algen, dass man sich fast nicht drüber beschweren kann. Und gleichzeitig sind die Pflanzen sehr, sehr vital und sehen gut aus. Und ich finde, das ist ein guter Trade-off. Ich habe wenig Arbeit mit Wasserwerte nehmen oder irgendwie super spezielle Düngeformeln anfertigen. Und gleichzeitig habe ich ein gutes Ergebnis. Das passt für mich. Könnt natürlich immer machen, wie ihr wollt. Ja, auch zum Thema Wasserwechsel gibt es jetzt keine großen Überraschungen. Ich mache einmal in der Woche einen Wasserwechsel. Dabei kontrolliere ich den Filter. Der Oase hat ja diesen Vorfilter, den man separat rausnehmen kann. Den mache ich eigentlich so ziemlich jede Woche mit. Außer ich bin mal super faul, weil das geht bei Oase wirklich easy mit diesem herausnehmbaren Vorfilterblock. Also im Regelfall mache ich den einfach mit sauber. Dann kontrolliere ich, ob ich Pflanzen schneiden muss, wedel ein bisschen Mulm auf und dann tausche ich so circa 50% des Wassers, fülle das Ganze wieder an, dosiere das Special Blend, also pflegende Bakterien kommen in all unsere Aquarien zum Einsatz, auch das hier ist keine Ausnahme. Dann fülle ich das Aquarium wieder voll, kontrolliere, ob die Technik wieder funktioniert und dann bin ich auch schon durch. Also zeitaufwandsmäßig würde ich sagen, ja, das frisst so 30 bis 45 Minuten in der Woche. Wenn man mal ein bisschen mehr machen muss, also den Filter komplett reinigen und Pflanzen schneiden, dann würde ich sagen, ist auch mal eine Stunde, vielleicht sogar eineinhalb Stunden ein realistischer Zeitaufwand für so ein großes Aquarium in dem Zustand. Da muss ich sagen, bin ich fein damit. Jetzt haben wir die Pflanzen, jetzt haben wir die Düngung, jetzt haben wir die Pflege, Bodengrund und Hardscape haben wir besprochen. Reden wir jetzt mal über den Besatz, also die Fische und die Garnelen, die darf man natürlich nicht vergessen. Ich würde sagen, wir starten oben, die kleinen Grünen, das sind die Micro Devario Kubotai oder Micro Raspora Kubotai, der smaragdgrüne Zwergbärbling. Ein ganz, ganz toller asiatischer kleiner Bärblingssorte. Die größeren Tiere, die man hier sehen kann, die sind bereits ausgewachsen, also die wird wirklich nicht besonders groß. Freut sich über weiche Wasserkonditionen und ist der Fisch in dem Aquarium, der sich wahrscheinlich am meisten über den Twinster freut, denn unserer Erfahrung nach sind die Tiere etwas empfindlich auf die höhere Keimdichte. Das heißt, da macht ein Twinster wirklich Sinn. Davon sind die Fische deutlich vitaler und zeigen einfach vitaleres Verhalten. Dann haben wir hier noch ein paar Rotflossen-Glassalmler. Die sind nicht so richtig absichtlich im Aquarium, muss ich sagen. Die waren mal bei einer Fischlieferung dabei. Und sie haben mir ganz gut gefallen, habe ich sie hier dazu gesetzt. Das ist eine ganz kleine Gruppe, ich glaube 6 oder 7 Fische, aber machen ein gutes Bild, dürfen erstmal da bleiben. Dann haben wir hier diese wunderbar prächtigen orangen und roten Fische. Das sind die Bitterlingsbarben, die Barbus Citea, gefällt mir irrsinnig gut. Ist ein echtes Urgestein der Aquaristik, also die gibt es ewig in jedem Aquarienladen, den ich so kenne. Ganz, ganz unkompliziert in der Haltung, gehen an jedes Futter, fühlen sich mit so ziemlich jeder Wasserkondition wohl, sind hart im Nehmen, sind einfach zu vermehren. Kleine Gruppen mit einem Weibchenüberschuss und schon sind die Fische glücklich und wirklich prächtige Tiere, sind tolle Fische. Die etwas größeren Tiere, da sieht man gerade einen, ja, sind auf jeden Fall 3 zurzeit. Mosaikfadenfische, auch richtiger Klassiker. Ich denke, jeder von euch hat die schon mal irgendwo gesehen. Die Männchen sind, wenn sie ausgewachsen sind, schon richtige Brecher. Also ich würde sagen so 10, 12 cm, gar nicht selten, vielleicht sogar eine Spur größer. Die Weibchen bleiben deutlich kleiner,
wie nennt man das, feurige Liebhaber. Also die Männchen scheuchen die Weibchen, vor allem wenn es um die Paarung geht, immer so ein bisschen durchs Aquarium. Das ist an sich kein großes Drama, die Fische sind sehr regenerativ und wenn sie mal wirklich kleine Verletzungen haben, dann heilt das innerhalb kürzester Zeit wieder aus. Sind auch nicht irgendwie anfällig auf Infektionen oder so, also sehr, sehr dankbare Tiere. Und sowohl die Weibchen als auch das Männchen, das habe ich gerade irgendwo gesehen, sind wirklich schön gefärbt, haben alle dieses tolle Muster. Beim Weibchen fehlt die lang ausgezogene Beflossung und die eingefärbte Brust, die haben nur die Männchen. Wie so oft in der Fischwelt sind die Männchen einfach ein bisschen prächtiger. Ja, jetzt haben wir da eigentlich mal den Großteil durch. Ja, wobei stimmt nicht, ein paar habe ich vergessen. Also wir haben Otocinclus und Otopyropsis pyrebebui, also den braunen Otocinclus und den normalen Otocinclus im Aquarium so ein bisschen als Aufwuchsfresser, aber halt auch einfach, weil es schöne Fische sind. Da habe ich, glaube ich, 15 Tiere drin, so ein bisschen gemischt. Gefallen mir einfach beide irrsinnig gut. Die Otopyropsis habe ich sogar schon vermeintlich beim Laichen gesehen. Also die Weibchen sind einfach sehr füllig und man sieht die immer wieder mit den Männchen im Dickicht verschwinden. Und ich denke, da wird abgeleicht. Vielleicht haben wir da sogar mal Nachwuchs, das wäre mega cool. Aber so richtig viele Hoffnungen mache ich mir da nicht, weil sowohl die Bitterlingsbarben als auch die Mosaikfadenfische wahrscheinlich das ein oder andere Fischbaby einfach inhalieren. Dann habe ich noch, oh ja, die Prachtalgenfresser, die Gara flavatra, habe ich ein Trio eingesetzt. Das sind zurzeit noch winzig, da habe ich wirklich kleine Fische bekommen. Da sieht man gerade einen. Die sind zwar schon fleißig, die schrubben alles schön sauber, aber der Fisch selber ist noch nicht so prächtig, wie er später wird. Sind jetzt noch relativ hell. Die gelben Bänder, die der dann bekommt, sind jetzt noch gar nicht so richtig gelb, sondern mehr so blass. Aber kommt Zeit, kommt Rat, das dauert ein bisschen, dann sind die richtig hübsch. Was haben wir dann noch an Fischen? Ja stimmt, ein paar Darios. Der Dario Black Tiger wohnt zurzeit in dem Aquarium. Da haben wir, ich glaube, 25 Tiere eingesetzt. Kleine Blaubarsche, wirklich tolle Tiere. Ich sehe leider gerade keins. Wenn man sie dann aber mal sieht, sind sie dafür umso prächtiger. Auch bei denen ist es so, dass das Männchen deutlich prächtiger ausfällt. Hat schönere Beflossung, hat deutlich mehr Farbe, ist auch eine Spur größer. Und dieses Imponiergehabe den Männchen gegenüber ist einfach fantastisch. Die tanzen sich so richtig schön an. Bei den Darios muss man immer ein bisschen aufs Futter aufpassen. Die gehen nicht so gerne an Granulate ran. Die fressen wirklich vor allem Leben- und Frostfutter, aber auch so ein bisschen Garnelennachwuchs. Die Garnelen vermehren sich in dem Aquarium wie so oft so richtig prächtig. Das spielt den Darius natürlich in den Karten. Zu guter Letzt, also jetzt sind wir mit den Fischen aber wirklich durch, zu guter Letzt kommen wir zu den Garnelen. Garnelen, die in all unseren Aquarien vertreten sind, sind die Amano-Garnelen. Die fehlen auch in diesem Aquarium nicht. Da habe ich eine je 10 Liter eingesetzt, also 25 Garnelen. Und dann haben wir noch die Caridina pariparensis, die Sulawesi-Inlandsgarnele. Mittlerweile so ein Must-Have für all unsere Aquarien hier. Die dienen den Fischen auf der einen Seite so ein wenig als Lebendfutter und auf der anderen Seite sind sie eine ganz tolle Cleaning Crew, die ganz, ganz easy koexistieren können. Die Garnelen selbst haben so ein bisschen Tarnfarbe und sind damit halt geschützt vor den Fressfeinden und vermehren sich halt sehr, sehr prächtig. Auch hier, ich glaube, ich habe 50 eingesetzt und es sind jetzt schon mehrere hundert, obwohl man immer wieder sieht, wie die Fische welche erbeuten, können sich die also gut oder haben sie sich gut etabliert. Und vermehren sich auch weiterhin. Versteckmöglichkeiten gibt es ja genug. Jetzt haben wir den Besatz so, denke ich, durch. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen, aber ich glaube, wir haben es. Die wollen natürlich auch versorgt werden. So wie immer kommt für die Garnelen das Myrmecotonpulver rein, also eine Mineralmischung. Ansonsten tue ich für die Garnelen im Speziellen eigentlich nichts. Die fressen Algen und Fischkot. Das, denke ich, reicht den Garnelen auch vollkommen aus. Das ist ja schließlich das, was sie in der Natur auch haben. Die Fische selbst fütter ich ein- bis zweimal in der Woche mit Lebendfutter und mindestens genauso oft mit Frostfutter. Ansonsten kommt Granulat zum Einsatz. Also ich habe da jetzt zum Beispiel noch das Vitagran stehen von Microblift. Das ist ein Feuchtfutter, also kaltgepresstes Granulat. Das sinkt relativ schnell. Das ist an sich kein großes Drama. Aber da muss man immer aufpassen, dass man nicht zu viel davon auf einmal reinschmeißt, sonst fällt es einfach zu Boden und in den grasartigen Bodendeckern finden die Fische so gut wie nichts davon wieder. Deshalb wichtig, kleine Mengen reinschmeißen oder
auch richtig cooler Pro-Tipp. Einfach zwischen den Fingern so eine kleine Kugel formen und dann an die Scheibe kleben. Das löst sich dann nach und nach auf und es fallen kleine Partikel runter und damit können die Fische das immer aufnehmen und es landet nichts im Bodendecker. Ich würde sagen, falls ich was vergessen habe oder falls ihr noch Fragen habt, lasst mich doch gerne wissen, schreibt es auch unten in den Kommentaren. Ich versuche die möglichst zeitnah zu beantworten. Ich weiß, ich bin da nicht immer ganz so schnell, wie ihr euch das wünscht, aber Leute, alle unsere Fische haben Hunger, irgendwer muss die füttern. Glaubt gar nicht, wie anstrengend das ist, so viele Fische zu füttern. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba.